Leute, wie ihr gesehen habt, bin ich gar nicht in Deutschland. Ich bin weggeflogen und zwar nach Spanien. Ich bin in Spanien. Es sieht zwar nicht so aus, weil ich eine Jacke trage, aber hier an der Atlantikküste ist es etwas kühler als am Mittelmeer. Außerdem ist Winter und auch hier ist Winter. Und hier ist es auch noch dunkel, aber es wird demnächst da hinten irgendwo dann mal hell. Ich bin hier mit Adrian. Kannst mal winken. Von Green Flag. Und wir fahren heute raus und wir machen somit das geilste und anstrengendste Angeln, was es gibt. Wir gehen Speeching. Dazu kommen gleich noch zwei Jungs, die eine eigene Köderfirma haben, die mit ihren eigenen Ködern hier mega gut fangen, die auch immer testen. Und wir angeln auf verschiedene Arten, zum Beispiel Amberjack. Wir wollen ein paar Grouper fangen, wir wollen Snapper fangen, wir wollen Dentex fangen, wir wollen Pargo fangen. Das sind so eine Snapper-ähnlichen Fische. Und ja, jetzt warten wir hier gerade am Hafen auf die Jungs. Ich hoffe, es wird heute ein bisschen wärmer noch, weil es ist arschkalt momentan. Aber die Sonne soll heute wohl den ganzen Tag scheinen. Es ist neblig, das spricht dafür, dass es nicht so windig wird. Ja, jetzt werden gleich die Routen schon mal geriggt. Und dann geht's raus aufs Wasser. Wir gucken einfach mal. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yoshinato. Leute, das sind die Dinger, die Andres und Bin selber bauen. JLC heißen die Dinger. Und das sind so, habe ich gehört, zum Speechingen oder Jingen mit die krassesten Dinger, die es so gibt. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, ich habe es noch nie gemacht. Sehen auf jeden Fall erstmal echt stabil aus. Haben hinten auch noch so zwei kleine Assist-Hooks. Sieht man das? Ja. Gibt es in verschiedenen Farben. Und ich glaube, die haben so 500 Dinger von den Teilen dabei. Und fangen eigentlich alle ihre Fische auf die Teile hier. Kennst du von Simpsons Tingle Tangle Bob? Do you know Krusty the Clown? Krusty! Ah, Krusty! Ja, and the brother from Krusty. Joe Krusty? 1 zu 1, oder? 1 zu 1. Die Jungs sind heiß wie Frittenfett hier. Zieht euch das mal rein hier, was da an Fisch unten ist. Also hektisch wie die Jungs sind, scheint die Hunde echt Fisch zu sein. Ja. 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 Oh! Yoshinato! That's it! Einmal rot. Das ist nicht euer Ernst hier. Der ist runtergekommen und die erste Drift, erste Mal runter, gleich ein Fisch drauf. Wie mir lang. First cast. Ja! Yeah. Ja, ja. Da. Das ist ein Tier. Ya viene un barco ahí, hay un barco. Was wird es sein? Cámara
Dame un segundo que haga una toma de allí. Wahnsinn, allererster Wurf mit diesem Squid von den Jungs. Funktioniert. Rosa, ich habe einen kurzen Stopp gemacht. Machen wir noch kurz ein Foto und dann schmeißen wir den noch wieder rein. Krasser Start. Unglaublich. Unglaublich. Das kann ich euch sagen so gerade. Ich glaube, ich lasse den gleichen Köder jetzt nochmal runter. Adrian, wie lange angelst du auf dem Amberjack in der Größe? Schon ein paar Jahre. Es muss ich auch sagen, das ist das erste Mal, dass sie hier da sind. Und hier gibt viel mehr Amberjacks, viel größer. Und dass die noch gut auf Köder beißen. Und normalerweise eher Livebaits, ne, bei Amberjack? Ja, aber das haben wir heute gesehen, wie das schnell geht, ne? Kann sehr schnell gehen. Wow. Aber das Ding sieht auch krank aus, wie der flattert. Yes! Yeah! Good position over there. In the best spot of the Strait of Gibraltar. Perfect. Perfect. Looks great. Awesome. Ein Mondfisch. Was hast du denn da gemacht? Und jetzt ist er weg. Er hat sich noch gewundert. Du hast überlegt, was ist, ne? Hi, mein erster Mondfisch. Echt? Ja. Dachtest du einen Rochen erst oder dachtest du, was dachtest du? Keine Idee, es war sehr komisch. Was, Leute, da hinten sind Delfine. Die sind richtig weiß. Weiße Delfine, keine Ahnung, was für welche sind. Wollen wir mal gucken, ob, ob sich noch mal einer zeigt. Hier vorne. Voll drauf. Man denkt so, also ich dachte immer vom Speedjigging, Alter, da musst du vorher richtig in die Muckibude gehen, weil es krass anstrengend ist, aber ich bin ehrlich, mit dem Tackle, was die Jungs hier am Start haben, geht es echt richtig super und ist überhaupt nicht anstrengend. Natürlich ein bisschen anstrengender als irgendwie Stippen ist es schon, aber die haben extra lange Handteile, die klemmt man sich dann einfach unter die Schulter und dann kurbelt man eigentlich relativ zügig einfach nur hoch. Die letzten 10 Meter sind dann noch so ein Pro-Carbon, ich denke mal so 70er, 80er Stärke. Die Hauptschnur ist jetzt hier eine Multicolor, damit man relativ gut sehen kann, wie tief man ist. Sieht man natürlich immer auch auf beiden Echoloten und die Rollen haben extrem viel Power und Bremskraft, das ist ganz wichtig und gleich habe ich ein Piercing. Stell dir mal vor, irgendjemand, der davon gar keine Ahnung hat, sieht es. Der würde doch denken, man wäre bekloppt, oder? Ja. Ja, natürlich. Verrückt. Verrückte Angelei. Die beißen nicht. Aber machen gerade Siesta. Ja. Wir sind in Spanien, da macht man Siesta. Ja, das ist ja. Una Siesta. Typical. Siesta. Typical Spanisch. Una Siesta. Da entwickelt übrigens jeder seinen eigenen Kurbelstil. Guckt euch mal, was der Onkel hier vorne macht. Zack, der macht immer kleine Anhiebe. Zack, zack, was haben zack. Wir so, hier haben wir einen Fisch drauf. Bin. Mal gucken, was er da so rausholt. Epa. Viejita bonita. Vieja canaria. Viene por el morrito, Canariensis. Das ist ein Snapper. Ein Schnapper. Ja, red Snapper. Algo pluma. Lecker, 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 lecker. Delicioso. Mira,
Der ist soltado. Der ist soltado, tío. Na pluma. Im Kescher schon abgegangen. Den werden wir heute essen, Leute. Yummy, 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 yummy. €5 if you put your small finger inside. Look, the huge bait and the small fish. Yes. Good job. Por qué? Ich glaube, das sieht so bekloppt aus, wenn ihr nicht wisst, was wir hier machen. Das ist so eine kranke Angelei, dass das funktioniert. Echt Wahnsinn. Der wird auf den Grund gelegt, dieser Gummikeimer. Wird dann richtig schnell hochgezogen. Kurze Pause, noch mal ein paar Meter und dann wieder runter. So 25 Meter hoch, bis auf die Hälfte der Wassersäule und dann wieder direkt runter. Morgen werde ich richtig Muskelkater haben. Rute muss er vor allen Dingen richtig gut festhalten. Weil wenn der Biss kommt, dann knallt es einfach nur. So Leute, wie ihr wahrscheinlich an den Lichtverhältnissen schon erkennen könnt, konntet und natürlich auch am Sonnenuntergang, ist es mittlerweile schon ganz schön spät geworden. Irgendwie haben sich die Fische gar nicht mehr blicken lassen. Also wir hatten wirklich beim allerersten Wurf Fisch, den schönen Amberjack, und dann vor 3 Stunden oder so diesen einen Snapper. Wir waren ultra konzentriert, haben übertrieben krass durchgezogen, aber so ist halt Angeln. Die sind voll enttäuscht, weil es normalerweise hier einfach viel, viel besser läuft. Die meinten, normalerweise ist 10 Fische ein normaler Tag. Und ja, die sind ein bisschen enttäuscht, dass wir bis jetzt nur 2 Fische gefangen haben. Liegt vielleicht auch daran, dass wir morgen keine lebendigen Squids bekommen haben. Das wollen wir dann morgen nochmal probieren. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal anhalten. Die quatschen die ganze Zeit. Ich verstehe irgendwie nur Spanisch. Also. So Leute, wie ihr seht, bin ich mittlerweile auf der Casting-Couch im Apartment angekommen. Ein bisschen verschnupft bin ich. Wir waren schon duschen, waren schon essen. Ich hau mich jetzt auch gleich in die Falle. Ich bin so unfassbar tot. Ich habe überlegt, ich habe bestimmt 500 oder 600 Mal heute hochgeholt. Und wirklich beim allerersten Mal hochholen, das ist so... Das gibt es auch, glaube ich, nur beim Angeln. Überkrass. Ich freue mich auf morgen. Morgen haben wir einen anderen Kapitän. Das seht ihr allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin, wenn ihr Interesse an dieser Reise hier habt mit Flügen, Unterkunft, Leihgerät, Guides, dem Boot, den Ködern, allem drum und dran, dann solltet ihr auf jeden Fall mal greenflake.com besuchen. Werde ich auch unten nochmal in der Beschreibung alles reinhauen. Ansonsten könnt ihr gerne dem Video einfach mal einen Daumen nach oben da lassen, würde ich mich super gerne freuen und super doll freuen auch, nicht nur super gerne, super doll freuen sogar. Und wenn ihr bei Zackfishing einkauft, dann denkt immer an den Aktionscode Yoshi, damit unterstützt ihr mich, meinen Kanal und dieses ganze Projekt und macht Reisen wie sowas hier zum Beispiel möglich. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, falls ihr es noch nicht getan habt, natürlich auch den Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen knusprigen schönen Abend und bis dann, ne? Tschüssi!